Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja Leute, wie ihr es schon seht, Wake Island Gameplay im Hintergrund ist am Start und ja, Jim Gameplay ist am Start. Auf jeden Fall Leute, ja, wir bekommen ein neues Update, morgen oder auch nicht, das weiß ich nicht, ich habe es nicht herausgelesen, das Datum, aus den Update News, aber wir bekommen auf jeden Fall in näherer Zeit ein Hotfix. Und da alle anderen YouTuber gesagt haben, vom Battlefield-YouTuber her, haben alle anderen gesagt, ja, das kommt jetzt morgen oder so, das Update. Deswegen, ja, ich gehe mal nach denen und sage, auch morgen kommt es ab. Auf jeden Fall, Leute, dieser Hotfix, im Grundlegenden erstmal sage ich so viel dazu. Ja, EA hat sich sehr viel dafür entschuldigt in diesem Update-News. Dafür, dass sie halt so blind waren, der Community nicht zugehört haben die ganze Zeit über. Und ja, dass sie halt einfach immer so ihr eigenes Ding durchgezogen haben. Also sie haben sich wirklich im Großen und Ganzen ziemlich viel entschuldigt. Also ich glaube, das waren über 5 Sätze oder so, also lange Sätze, die sie da, wo sie sich entschuldigt haben. Außerdem, die Newsseite ist unten verlinkt. Das heißt, ihr könnt dort unten auch euch die neuesten News anschauen zum 5.2er Hotfix Update. Und ja, auf jeden Fall, sie sagen hier auch, sie sind sehr dankbar dafür, für dieses komplette Feedback, was wir ihnen gegeben haben, die komplette Community zu diesem Update, zu dem neuen TDK-System und zu den ganzen anderen Sachen, die da reingekommen sind. Und ja, auf jeden Fall in diesem Hotfix geht es um das TTK, was geupdatet wurde, um das neue TTK-System, das heißt um das neue Waffenschadensystem. Weil die haben ja alle Waffen, also ein Großteil der Waffen haben die verändert. Vom Schaden her, vom komplette Schadensbalance her haben sie verändert. Auf Reichweite und Magazine haben sie sich verändert. Hat jeder eigentlich gemerkt. Ja, auf jeden Fall, das bedeutet das, der TDK ungefähr so mal grob erklärt. Und dann noch das 3D-Spotting. Darum geht es in diesem Update. Und ja, zum 3D-Spotting sagen sie hier, wir sollen nicht befürchten, dass so wie in Battlefield 1 wird das System, dass wir dieses Spotting-System haben. Zur Erklärung, wenn man auf einen Gegner in Battlefield 1 R1 gedrückt hat, die Spotting-Taste, je nachdem wie man es gelegt hatte, auf jeden Fall, wenn man jemanden gespottet hat, da war der komplett markiert, Map-mäßig, also der war, ja, hatte einen roten Strich oder so, war rot umrandet noch und man hat ihn auf der ganzen Map gesehen. Also, ja, das war Battlefield 1. In Battlefield 5 sieht es so aus, man muss Sniper sein und muss es mit einem Fernglas markieren. Oder halt mit einer, ja, Lichtpistole zu markieren. Auf jeden Fall, ja, so sieht es in Battlefield 5 aus. Ja, das Spotting-System überarbeiten sie jetzt noch. Ich habe jetzt nicht genau gelesen, wie sie es überarbeiten, aber sie wollen es auf jeden Fall besser sichtbar machen. Dann noch wollen sie, dass es gab Probleme mit dem Spieler, mit dem Spieler-Sichtfeld ziemlich viel. Und zwar haben sie jetzt den Sichtwinkel, wo man Gegner sieht, von 6 auf 3 Grad, von 3 Grad auf 6 Grad gemacht mit dem Update dann. Dann haben sie noch die Range verschlechtert um 5 Meter von 20 Meter vom Schussschaden her auf 25 Meter auf 20 Meter den Schussschaden. Das zum Spotting war es eigentlich nicht, aber ja, sorry, ich bin jetzt kurz durcheinander gerutscht. Und zwar, ja, sie haben noch von, wenn ich es gerade finden würde, nein, das war Waffen. Sorry, aber ja, das ist alles ein bisschen durcheinander geschrieben auch. Deswegen muss ich kurz gucken. Und zwar, Gefahr, Vorsicht!
Warum mit 6 Grad, Digga?